Willkommen zurück zu Resident Evil 2. Wir haben Claires Second Story gestartet gehabt und die hat zumindest anders gestartet, aber sonst ähnelt das doch sehr dem ersten Playthrough. Aber vielleicht wird sich das tatsächlich ab einem gewissen Punkt nochmal mehr wandeln. So, Mr. X ist mittlerweile hier. Wir mussten dementsprechend einen gewissen anderen Weg einschlagen. Ich hatte nur überlegt gehabt und natürlich, wenn man nach einem Buch sucht, muss man vielleicht gucken, wo Bücher gelagert werden. Ganz simpel. So, ich hoffe einfach mal, dass wir dafür den kürzeren Weg nehmen können. Denn, wie gesagt, haha, wir haben das Problem, dass wir jetzt hier mittlerweile jemanden haben, der uns jagt. Keine Ahnung mehr habe, wo der jetzt genau ist, könnte er natürlich jetzt hier in jeder Sekunde hier wieder rausploppen. Und vor allem war ja der Zombie jetzt. Ah, shit, der ist doch entweder genau unter uns oder jetzt genau vor uns. Hoho, okay. The Red Book. Nice. So. Genau, ihr habt hier Spaß. Wir gehen einmal hoch. Wir wissen, wir brauchen nicht versuchen, dort hinten hinzugehen. Ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass der eine Kollege hier kommt. Dann gehe ich nämlich ganz bewusst da zur Seite. In der Hoffnung, dass er versucht, ebenfalls... Okay, der eine stellt sich nicht... Oh, hier sind wir. Okay. Wäre natürlich auch eine Überlegung, jetzt so versuchen zurückzugehen. Weil damit könnte ich nämlich... Okay, hier haben wir nochmal das da. Nice. Zugegeben, ich habe jetzt aktuell nicht alle... Aha. Nicht noch mal was gewesen? Nope, nicht für sie. Hier ist auch noch kein Gegner. Er wäre hier zum Beispiel einer, der offen wäre. Dann hätte ich ganz klar gesagt, okay, dann müssen wir jetzt sofort hingehen. Und das zumachen. Aber ich glaube, die Licker soll man so oder so nicht aufhalten. Dass sie da auftauchen. Oh, lass mich raten, du bist hier unten. Es wäre zumindest typisch, wenn der vielleicht irgendwelche Abkürzungen gehen würde. Ne, hier haben wir es mitgenommen. He is somewhere. Okay. Ich hoffe... Ich glaube, der kommt hier nicht rein. Sweet. So, damit haben wir das. He is somewhere. Ja, ich hatte nämlich ein paar Sachen hier geändert gehabt. In der Hoffnung, dass das vielleicht uns mehr helfen würde. So, wir werden... High Grade und Normal. Ich habe schon wieder vergessen, was es kombiniert. Ja, ich gehe mal davon aus, dass so gegen ihn vielleicht tatsächlich diese Grenade Launcher... Oh, wir haben das Ding aufgebraucht. Nice. Also ich kann da auch ruhig mehrere Sachen jetzt mitnehmen. First Aid. Das ist ein bisschen doof, so oder so. Ist wirklich cool, wie man mitbekommt... Vom Sound her, wie der da lang latscht. Okay, du bist definitiv gerade in die andere Richtung gelaufen. Hätte jetzt eigentlich nur darauf gewartet, dass er jetzt versuchen würde. Box? What's in the box? Shit, ich habe keinen Platz.
Ja, okay, whatever. Doof ist es, aber. Yes, examining items. Danke für den Hinweis, aber ein Spieldurchlauf zu spät dafür. Hallo. Ha, the lion statue. Genau, wir brauchen auf jeden Fall auch die Sachen, um da durchzukommen. Okay, wir kommen in die Library wieder vorbei. Dann gehen wir da raus und vermutlich sofort da hinten hin, um das Buch abzugeben. Ja, ihr bleibt alle da bitte liegen. Alles cool, alles gut. Du bist leider wieder hier. Ah, shit, ich muss nachladen. Denn nur ein Schuss zu haben, könnte ihr vielleicht fatal sein. Puh. Ah, shit, da hinten ist er. Er hat so ein kleines bisschen aufholen können. Lass mich jetzt bitte nicht wieder in Probleme geraten, nur weil... Das Problem ist, ich kann vermutlich nicht den... Kann ich das kombinieren? Oh, thank God. Hier. Fun. Thank you. Tada! Fucking asshole. Okay, wie folgt, wir werden uns ganz kurz hier nebenbei um den Spaß hier kümmern. So, was kriegen wir jetzt da? Oh, kam das immer daher? Interessant, weil wir wissen ja auch jetzt hier. Tada! Sweet. So, ich habe ein bisschen das Problem. Der Kollege ist mehr oder weniger vor der Haustür. Das heißt also, an dem vorbeizukommen, könnte entweder dazu führen, dass er genau jetzt hier in dem Bereich ist. Im Idealfall wäre er vielleicht da wieder reingegangen, damit ich einfach an dem vorbeiziehen kann. Well. Der kommt hier rein! Okay, goodbye. Fuck off. Fuck off. Dankeschön. So, was wollen wir jetzt eigentlich genau erreichen, wenn ich fragen muss? Okay, wir wollen wieder zu dem einen Bereich zurück. Wir wollen das, den Sprengsatz anbringen, genau. Okay, dann gehen wir wirklich den Weg hier einfach so wieder rückwärts. Ja, okay. Go, go, go. Okay, aus irgendeinem Grund hat der Kollege nicht geschafft, uns jetzt einfach hier so zu folgen. Bitte fragt mich nicht, wieso. Aber mir sollte es erstmal soweit recht sein. Aus irgendeinem Grund hat das Vieh zum Beispiel nicht geschafft, hier zu spawnen. So. News. Thanks. Vielen Dank. Sehr schön. So. Gucken wir mal, was er sie jetzt hierzu zu sagen hat. Du mal Best Star Buds. Are you doing the draft old station? Genau, Europe is amazing. Jill, if Claire tries to contact you, please let her know I'm okay. This does not sound like Chris. Aha. So. Damit haben wir jetzt eine kräftige Waffe dazu bekommen.
Die Frage ist nur, wie ich mit der Waffe dann auch noch Munition schleppen möchte. So, das Schöne ist, wir haben einmal das eingesetzt und das hat das Vieh auch super gut zerlegt gehabt. So, wir müssen das Ding wieder mitnehmen. Wir wissen, es öffnet mindestens noch eine weitere Sache. Also, ich kann also auch jetzt hier schon hingehen und das Ding wieder reinfahren. Links. Genau, so wie jetzt ist die Idee. Eigentlich, ja, wir werden die Flashbang und vermutlich auch das Red Orb jetzt hier zurücklassen. Gleich wieder nach oben weiterzugehen. Gucken wir mal, ob uns das gegönnt wird. Noch wird uns gegönnt, okay. Jetzt so ein bisschen fies. Da ich, dass ich, also, vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich hier aggressiver rangehe. Mir raten, ist jetzt wirklich hier oben. Könnte sein, dass er jetzt wirklich hier oben uns gleich entgegenkommt. Deswegen hier muss ich ganz kurz langsamer sein. Keine Ahnung, wo er genau ist. Aber ich kann ganz kurz hier nicht warten. 10 seconds. Confirm. Tada! Oh, hier ist theoretisch schon mal Some Guy's Scribblings, genau. Ah, shit. Okay, also. Ich habe das ernsthafte Problem, dass ich nicht bisher herausgefunden habe, was zum Kuckuck die unterschiedlichsten Kombinationen sind. Deswegen, weil das sieht hier natürlich alles so ein bisschen unangenehmer aus. What? Wo ist das hin? Das da. Kind, Waage, irgendwas. Und das ist komplett weg. Und ich mich frage, ob da irgendwie, wie man an die rankommt. Denn wir hatten einfach ein Buch, wo wir einfach nachgucken konnten, wohingegen hier. Kind, Waage, irgendwas. Den einen hat's damit auch geweckt, ey. Ha, der eine Kollege, der hat uns, glaube ich, auch schon bei Leons Playthrough hier Probleme bereitet. Ja. Wow. Goddammit. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wieder kommt einfach noch jemand durch. Der ist genau, glaube ich, vor der Tür. Yes, he fucking is. Huff. Okay, also ich habe das ernsthafte Problem, dass ich nicht die Kombination für die jeweiligen drei Medaillons kenne. Goddammit. Deswegen da, wo das Pferd ist, wo jetzt leider mindestens zwei von den Typen da rumäumeln. Ist auch nur halt zwei von drei. Ich meine, das könnte man brute forcen. Das wäre nicht unmöglich. Aber halt. Also, ich gehe mal nicht davon aus, dass das Spiel von einem verlangt, dass man sich an unbedingt die ganzen Codes aus der Vergangenheit erinnert. Dementsprechend, wir haben. Genau, hier haben noch eine Filmrolle. Lasst uns mal, weil ich, dass wir jetzt eh dann in der Nähe sind, das mal entwickeln. Vielleicht können wir. Dadurch. He took a shortcut!
Okay, meine Frage ist, was passiert, wenn ich einfach reinmarschiere? Ich gehe mal nicht davon aus, dass er Safe Rooms tatsächlich betreten kann, aber hey, here we go. Nachdem er diesen einen Raum mit der Statue betreten konnte. Ich gehe mal davon aus, spätestens wenn der Licker spawnt, kriegt er auch die Möglichkeit, da rein zu marschieren. Hi. Ich war so frei, hab mir das ganz kurz niedergeschrieben. Krone, Fire, Bird. So. Der Kollege läuft da draußen entlang. Ich würde sagen, ich meine, das brauchen wir nicht allzu zeitig, falls alles so läuft wie beim letzten Mal, logischerweise. Und dann würde ich ganz kurz... Meine Frage ist, wie man von der Waffe neue Munition craftet. Lass mal gucken. Deswegen combine with gunpowder to make acid rounds. Or combine two of these to make submachine gun ammo. So, das Ding kann ich doch jetzt damit... Nope. Das Ding kann ich doch jetzt damit... No, what is this? A custom part for the GMB. Ist das nicht die GM? No, das ist die... What are you? What's the GMB? You are not the GMB. Huh. Who knows at this point? Store. So, wir haben... Brauche ich diese Submachine? Das ist die große Frage. Denn wir haben einiges an Munition für die. Das ist natürlich ordentlich. Es ist in Ordnung, 4 Slots freizuhalten. Gibt es irgendwas, was ich sonst bräuchte? Wir haben das aufgesprengt. Wir wissen von der Lion Statue. Which one is the Lion Statue? Ist die in dem Haupteingang, die Lion Statue? I don't know. Wir speichern auf jeden Fall erstmal. Und dann finden wir mal raus. Okay, ist gerade so rechts über uns. Unser Problem wird definitiv tatsächlich sein. Er ist irgendwo reingegangen. Das heißt, er ist nicht über uns. Über uns gibt es... Doch, über uns gibt es eine Tür. Und zwar gleich die hier, die er nehmen könnte. Okay, dann hoffen wir mal, dass er nicht... unter oder neben uns ist. Hallo, don't mind me. Shit. Shit, warum steht hier alle im Weg? Goddammit. Wie noch einer? Wie viele sind denn hier? Oh, hi. Notebook with a missing page. Oh, sweet. Okay. Bockhafe Vogel. Ah. Ja. Ja, yes, close. Okay, also hier ist der Löwe. Okay, Krone... Feuer. Mhm. Okay. Wunderbar. Gott, wie das ihr einfach egal ist. Tja, das ist gleich der Tod für mich, finde ich. Hier jetzt nicht handel. Ich dachte wirklich, dass ich den staggern würde, aber nicht hier. Ja, ich renne in ernsthafte Munitionsprobleme. Fuck, da kommt er schon wieder an. Er fühlt sich auch wieder angesprochen. Er nimmt natürlich sofort die Abkürzung, weil warum auch nicht. Ah, lass mich raten, da sitzen jetzt beide da drin, ey. Yep. Thanks. Ich muss ganz kurz einfach nur flüchten. Denn ich will mir ganz kurz den noch einen Code, den ich jetzt bekommen habe, niederschreiben. Noten mit Missing, genau.
So, jetzt ist die große Frage, wie zum Kuckuck komme ich denn tatsächlich an diese Statue ran, gerade wenn ich die ganze Zeit von allem gejagt werde. Eine Flashbang ist nett, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wo auch immer sie jetzt genau ist, da oben. Nicht hilfreich. Am I fucking blind? Da. Ja, mir ist jetzt wirklich wichtig, dass ich irgendwie mehr hoffe, dass der Kollege komplett falsch ist. Könnte sein, dass er jetzt hier genau vor dem Ausgang steht. Oh. Ein bisschen spät dafür. Ich muss dafür hoffen, dass der jetzt so weit wegmarschiert, dass ich da machen kann, was ich will. Ich muss die eine Person da ausschalten, also vielleicht muss ich da ernsthaft überlegen, einfach mal kräftig drauf zu halten. Finden wir es raus. Wenn uns hier gleich wieder einfach beehrt, habe ich geschissen. Okay, fertig, Loran. Sehr gut. Ich hatte gesagt. Wait, what? Die Frauenstatue hatte. Das ist nicht die Frauenstatue. I see. Dann, wo auch immer das andere Ding jetzt hin ist. Okay. Pärchen, Waage, irgendwas. Lasst uns einfach mal. Sehr schön. So, wenn ich Pech habe, kommt er jetzt natürlich hier angelaufen. Und vielleicht müssen wir auch einfach mal gucken, den einfach nur umzunehmen. Ist jetzt genau über uns. Ich höre ihn zumindest gerade überhaupt nicht. Das hilft vielleicht. Als Waffe hat mich die jetzt nicht um mir hauen, aber. Hey, hat immerhin die Gegner aufgehalten. So, ach du heilige Makrele. Das könnte Gold sein. Ich hatte gesagt Hafer und Bird. Das ist nicht. Das ist der Gold. Okay. Hatte irgendwas an der Seite gesehen, was das Ganze ein bisschen größer aussehen las, aber halt, das war's nicht. Okay. Nice. Okay. Lass mich raten. Du kommst gleich durch die Tür marschiert. Deswegen, das muss ich ganz kurz abwarten. Wenn ich die Tür komme, muss ich ganz kurz ihn hier hinschicken. Ja. Natürlich kommt er nicht durch die Dings. Okay, dann lass uns mal den. What the fuck? Oh, come on. Gut, dass ich die gerade eingesammelt hatte. Burpalle. Ich hab einmal den langen Weg. Meine, hier haben wir zum Glück so gut es geht aufgeräumt. Das ist auch die eine hier unten, glaube ich.
Und ich bin mal so frei und speicher kurz hier. Gibt's irgendwas, was ich ablegen sollte? Na. Ich sollte mal maximal gucken, um einen besseren Heal-Gegenstand zu erzeugen. Yes. Und ist das? Hier, nimm mal den noch mit. So, die eine dürfte hier noch am Leben sein, oder? Oder ist sie schon weiter reinmarschiert? What the fuck? Oh, come on. Jeder darf mich festhalten, als gäbe es keinen Morgen. Ist doch unglaublich. Deswegen, man darf ja nicht vergessen, ich bin jetzt ja eigentlich hier, um abzuhauen. Aber wenn ich Pech habe, kann ich nirgendwo... Yes, jetzt vor allem wichtig ist, ich glaube, ich darf jetzt hier gleich wieder neu drücken. Damit das Spiel ja realisiert. Yes, hier noch einer. Okay, down we go, down we go, down we go, down we go, down we go. Oh boy. Nett. Aber meine Taschen sind schon oder noch voll. Okay, mehr Munition. Ha. Jetzt damit schon jetzt nach unten. Okay, dann ist natürlich jetzt wieder die große Frage, was zum Kuckuck wartet da tatsächlich auch unten? Da unten auf uns. Kommt da jetzt auch wieder ein Bosskampf? Für mich so überhaupt nicht heilen gerade, muss ich ganz echt zugeben. Ah, das wird vermutlich ein Fehler sein, aber hey. Finden wir heraus, was passiert, wenn wir jetzt weiter nach unten flüchten. Vor allem interessant ist ja auch... Oh, Moment, halt. Wir sollten noch nicht darunter flüchten. Denn ich meine, wir kommen da relativ zügig an das, was da hängt. Heißt also, wir könnten die Badge vielleicht sogar jetzt schon nutzen, weil in der Vergangenheit ist mir, glaube ich, immer... an mir vorbeigegangen, dass da noch was war. Warte nur darauf, dass die komplett woanders rauskommt. Nicht wirklich, okay. Jetzt ganz schön auf die Nase bekommen gehabt. Was? Spiel? Meinte kurz etwas laden zu müssen. Genau, hier ist... Eine ist eine Granate, andererseits was auch immer hier ist. Yes. What is this? Ein Suppressor. Für die Waffe hier. Combine. Oh boy, damit nimmt es auch mehr Platz mit. Okay. Ja, ich kann es wieder mitnehmen, aber im Endeffekt... Bye bye. Jetzt habe ich nochmal eine... Habe ich die Handgun... die Handgranate tatsächlich für irgendwas, aber... Ist hier unten schon weiter? No. Dann finden wir doch mal heraus, ob hier tatsächlich sie sich trauen, den gleichen Bosskampf nochmal zu machen. Okay, hier war nun... Da ist irgendetwas oben entlang gelaufen gewesen. Es war schneller als der Bosskampf von Leon. Aber auch hier begrüßt werden. Lustig, aber sie könnte vermutlich einfach da durchkrabbeln. Hallo? Hey. It's okay. I won't hurt you, I promise. Do you need help? Here, you can take my hand. Sorry, I can't understand you. You need help. Why? He's right behind you. What? Oh my God.
cords ain't gonna cut it with this. Okay, also gleicher Bosskampf. Okay, die große Frage wird sein, ob hier Kopfschüsse es auch wieder tun. Das ist klar, wir müssen auf das Auge ziehen, wenn es aufgeht, aber ich weiß halt nicht, wie viel Schaden gerade da im Vergleich. Okay, das war alles noch nichts. Jetzt aber. Wow, what the? Muss ganz ehrlich zugeben, ich war mir nicht darüber bewusst, dass ich irgendwo in der Ecke hänge. Wow, warum bist du auf einmal nach rechts gegangen? Here we go again. Zum Glück muss ich nicht das ganze Zeug hier nochmal neu spielen. Ich versuche den mal gleich mit der Waffe von Anfang an zu machen. Ei, alles klar. Jetzt, wo das Auge da ist, kann ich aber in der nächsten okay. Wow, 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 wow. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass er auf einmal so nah kommt. Ja, aber dafür habe ich die Granate. So, ebenfalls ganz clever wäre es, wenn du hier mal nachlegst. Wir raten, ist jetzt unsichtbar. War es nicht beim letzten Mal auch so, dass er auf einmal dann sich versteckt hatte? War ich hier eigentlich irgendwas, was ich nutzen könnte? Okay, da sollte erstmal nicht viel mehr passieren, alles klar. Hat er sein Auge schon wieder gezeigt? Jetzt kommt's. Goddammit. Naja. So, hoffen wir mal, dass wir nicht noch einen Versuch für den Kollegen brauchen. Hier auch noch. What the fuck? So schwer zu dem zum Kommen. Das waren jetzt schon 4 Stück. Also entweder ist das normal. Oder ich hatte bisher kein Glück. Oder die Waffe ist vielleicht auch nicht dafür gedacht. Wer weiß. Oh!
you sure? Yeah, I promise. Everything's fine. I just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here? I think so. I hope so. Yeah. Of course. I'll help you. Okay, also statt Ada haben wir ein kleines Mädchen jetzt an unserer Seite. Das ist die erste, wirklich, sage ich mal, größere Änderung. Okay, bevor wir wieder hochgehen, kann ich es nicht gebrauchen. What? Also ist eine Granate. Lass uns erstmal ganz kurz ein bisschen gucken. Wir wissen, wir haben nämlich hier unten noch ein anderes, ein Red Herb gehabt. Deswegen war ich absichtlich hier so frei und hatte eigentlich hier nochmal ein normales mitgenommen. Und ich denke, ich bin auch mal so frei und nutze das jetzt einfach mal. Denn es ist nervig, die ganze Zeit verletzt hier rumzurennen. Hat mich zwar in dem Kampf im Endeffekt nicht gestört. Weil man sich vorstellen kann, man muss nicht konstant so beibehalten werden. So, bevor wir hochgehen, ist hier nochmal irgendwo eine weitere Stelle. Hier sind wir offiziell runtergeplumpst, genau. Und das hier. Ah, nochmal Munition. Nochmal hier ein Herb. Ah, okay, dann machen wir mal den dummen Fehler, kombinieren die beiden. GG! Und dann war's das für hier, glaube ich, jetzt. Okay. So, gucken wir mal, was wir jetzt hier lernen. Oder ob das Mädchen einfach wieder weggelaufen ist. Noch nicht. Aha, sofort. Gott, damit ist wieder genau das gleiche Problem. Mhm, genau. Hallo. Vielleicht hätte ich die nicht kombinieren sollen, aber wenn ich jetzt eh schon das angefangen hatte mit einer Dreier-Kombi oder Zweier, dann machen wir eine Dreier draus. Den Rest holen wir später. Du siehst irgendwie unpassend aus. Hast du überhaupt versucht? Vielleicht ist sie aber einfach nicht stark genug dafür. Oh no. Oh no. That big pharmaceutical company? My mom's always at work. I don't get to see her much. Well, hopefully you'll get to see her again soon. Blondes Haar, ey. Ich hoffe, deine Mutter hat nicht auch rein zufälliges blondes Haar. Oh boy. So, where is your dad? You just saw him. Worked with my mom, but he's gone. Wow. Both of my parents are gone. It's just me and my brother. Oh, I'm sorry. Don't be. It means we've got something in common, and that's a good thing, right? Okay. Nice. Das können wir doch gut gebrauchen. Okay, dann würde ich sagen, ich hole das eine da hinten noch schnell. Dann werden wir ein bisschen einlagern spielen wieder. Und dann kommen wir zu der Police Station. Das Interessante ist, haben wir in der Police Station alles eingesammelt? Ich habe ein Gefühl, da war irgendwas, was man noch hätte machen können oder sollen, Fragezeichen? Genau, das hatte sich mit Leon schlichtweg einfach umfangreicher angefühlt gehabt, aber. Ich meine, wir können mal ganz kurz. Tut mir leid, dass ich kurz diese Auszeit nochmal mir gönne. Also ja, Police Station. Okay, wir haben zum Beispiel hier die Sachen nicht für gefunden gehabt. Nur ich ehrlich gesagt, weiß nicht, warum hier noch was wäre oder was da hätte noch sein können. Okay, also wir werden dann demnächst bald hier an diese Stelle kommen können. Ich frage mich, ob man hier wirklich alles mehr oder weniger 1:1 macht. Wir haben die Karte immer noch nicht eingesammelt gehabt.
Ah, hier wäre noch. Okay. Wenn ich da aus irgendeinem Grund mal vorbeikomme, dann versuche ich daran zu denken, genau wie mit der Karte. Ja, das irgendwie ist so definitiv zu beobachten, wie das Gunpowder hier in ihrem Playthrough funktioniert. Denn ich fand halt ihre normale Pistole relativ witzfrei. Und diese hier bei weitem besser, aber für die bekommen wir nicht die Möglichkeit, neu etwas so zu craften. Wir schmeißen den Blödsinn da rein, wir schmeißen den Blödsinn da rein, ich bin mal so frei, schmeiße den Blödsinn da rein. Und das... Wir haben irgendwo unser Messer in einem Zombie stecken lassen, glaube ich, aber fragt mich nicht, welchen. Ich riskiere es mal so zu gehen, so doof es ist. Wir haben auf jeden Fall sie ein paar Minütchen vor damals Leon hier oben und seinen Begleiter getroffen. Willst du mir doch nicht jetzt sagen, dass ich die hier unten... It's closed. Yeah. Now what? Wir haben auch hier leider keine Karte. Damn it. We need a keycard. And you're sure this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry? I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Sherry, tie your hands. Why are you doing this? Shut up. Tie. Okay then, you tie her up now or she dies. What's this all about? Child endangerment for starters. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. You hurt her, I swear to God, my brother is stars and I will fuck. Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's full of shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! Safe, Sherry. Aha. Key card first. And then that asshole gets what's coming to him. Also wir haben nicht diesen Gegenstand. Fragen wir, ob das da auch schon war bei Leons Playthrough. Oh, aber die Tür, war die offen? Konnte man die jemals öffnen? Er sagt mir nämlich gerade mal so Elevator Control Room. Must be where that guy came from. That's wild.
Das alles neu für uns. Aho. Monthly... Raccoon Monthly, so rum. June issue. Attention, all Raccoon City heroes. Who's the most feared yet respected man in town? The answer should be obvious to any resident of our fair city. That's right, it's the police chief, Brian Irons. Oh, is this Herr Irons? The man that scares the bejesus out of criminals everywhere and stern father that loves every last one of us sinful citizens. Chief Irons is known for his great charity work, including big contributions to the orphanage, support for abused women, art preservation, animal conservation. Let us know if we have missed anything. Just when does our great hero sleep? When asked, the city is my extended family. I'm just doing what I had to do for my family. Chief Irons said with a soft smile. Mm-hmm. That bastard is the police chief? Okay, Police Station. Yes. Damit wissen wir auch, wie das Ganze hier aussieht. Wir haben hier mal wieder eine Tür, die wir nicht aufkriegen. Sehr interessant. Express elevator to the chief's office. Not for general use. Do we care? I guess we do care, for now. Weil er den Strom oder ähnliches ausgemacht. Huh. So, wir haben vermutlich da hinten wieder dieses eine Fahrzeug, das wir aufmachen können, sobald wir dafür die Kombination bekommen. Ja, das ist die Kombination. Auf jeden Fall die Badge da. Ne, die Schlüssel waren es. Die Schlüssel bekommen, die man aber gleichzeitig mit einem Knopf betätigen kann. So, ich werde so schnell mal hier noch hingehen und einmal speichern, einfach weil ich die Cutscene nicht nochmal miterleben möchte, falls was schief läuft. Auch eine gute Frage ist, das scheint tatsächlich dieses Mal nicht ein Weg für uns zu sein. Ja, ja. Yeah. Wo ich mich dann jetzt natürlich wieder frage, als erstes natürlich, wie viele Schüsse stecken die Doggies wirklich weg? Fuck, dude. Hat den das überhaupt getroffen? Oh shit. He is fucking pissed off. Ich glaube, ich habe ihn dafür einfach nicht gut genug getroffen. Und dann ist er mehr oder weniger weggesprungen. Wow. Das ist doch genau der gleiche Spaß wie beim letzten Mal. Machen wir erstmal das hier. Wir haben hier nochmal... genau. Das hatten wir verstanden gehabt, wie das funktioniert. Sweet, genau. Das von hier aus funktioniert, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber... whatever. So, Mr. Raccoon, genau. Ist der Schlüssel da drin gewesen? Irgendwie war das doch. Hier ist irgendwo was noch. Das hatte ich kaputt gemacht, interessanterweise. Wir haben nämlich einige eingesetzt und ich glaube, ich habe auch nicht alle wieder von denen, die ich noch auf Reserve hatte. Das hier? Das war jetzt erstmal hier alles. Wo kriegen wir die Schlüssel her? Okay, also spätestens, wenn wir dann später hier nochmal vorbeikommen, dann wissen wir ja auch, dass die ganzen Drecksviecher dann da aufstehen. Oh, kann das sein, dass sich das Vieh an den Hunden... No, nicht ganz. Oh, ist es das wert, den kaputt zu machen? Oh, cool. Okay, also wenn man die auch trifft, dann ist es vermutlich auch relativ effektiv.
Oh, wie viele gibt es denn hier von denen? Wow, what the? Mann, ich hoffe einfach mal, dass es bedeutet, dass wir jetzt hier auf keine Hunde mehr treffen. Das wäre dann immerhin etwas. Wunderbar. Obwohl ich das Gefühl habe, dass er das gerade überlebt hat. So, jetzt haben wir hier wieder das Ding, genau. Ich mich dann wieder frage, ob wir überhaupt so weit gehen müssen. Shit. Mal so ein bisschen Munition wieder sparen. Gott, damit ich wie viel der aushalten darf. So, da haben wir wieder den Autopsy Report, genau. Und der Witz war einfach nur, hey, der hat irgendwas geklaut. Und deswegen suchen wir den auch jetzt. Hey, brauchen wir das Zeug? Ah, sollte nicht stören. Komm ich da ran? Ja, Baby. Wolltest du mich nicht ganz rausziehen? Mhm, hi. Kann man das eigentlich von außen irgendwie ansatzweise wahrnehmen? Da ist, glaube ich, nichts drin. Ja. Man kann sogar tatsächlich so ein kleines bisschen sehen. Da ist nichts. Da ist ein Kollege drin. Der hat, glaube ich, die Granate oder ähnliches. Also sparen wir uns den mal ganz kurz auf. Deswegen, ich bin mir schon nicht mehr sicher, was wir hier überhaupt suchen. Hat der ansatzweise was Interessantes, dass ich den rausziehen sollte? Hier ist nochmal einer. Nope. Viel Spaß daran. Okay, dann akzeptieren wir den einen hier. Komm. Gib mir. Und jetzt bleibst du bitte liegen. Das war es aber noch nicht. Das ist ein bisschen das Doofe. Irgendwie. Okay. Bist du das? Ha, okay, auch nicht du bist es. Great. Was fehlt denn hier? Ist hier irgendwas anderes, das man hätte sehen sollen? Ah, ich wollte jetzt den hier eigentlich nicht umbringen oder ähnliches, aber... Ich habe das Gefühl, dass wir hier suchen so... Ach, come on. Okay, dann machen wir sie jetzt alle auf. Okay, das soll nicht weitergehen. Aber deshalb müssen wir auch die eine Dame da rauslassen. Nee, du hattest nichts mehr. Ah, lass mich raten, es ist einfach die eine Dame. No. War hier irgendwas Relevantes? Aber wenn es auch nicht die Person ist...
Wait, da ist ein Schlüssel angeblich. Okay. Dieser Schlüssel ist einfach untergegangen. Noch nicht combine. Examen. Okay, Diamond. Das hätte ich jetzt in der Farbe ja nicht als Diamond definiert. Okay, damit können wir dort rein und dort. Okay, sweet. Na, gucken wir mal, was hier draußen jetzt auf uns wartet. Noch nichts. Und länger so meine Waffen nachladen. Wunderweise, das eine Vieh ist genau doch nur durch unseren Angriff dann gestorben. Oh, hi. Mehr Zeug, das ich jetzt nicht mitschleppen kann. Oh, das kann ich aber kombinieren. Ich dachte, das wäre auch wieder ein Rot. Ich finde, Rot und Blau sehen sich hier sehr, sehr ähnlich. Oh, come on. Jesus. Ich mache von aus, dass es die. The fuck? Wieso überleben die so verdammt viel? Er hat auf jeden Fall fast alles an Munition gefressen. Wow, eh. Okay, dann lasst uns diese eine Tür noch. Hi. Die eine Tür schnell noch machen. Beziehungsweise beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich mich hier angemeiert. Das war weit und clever. Wieder meine Rolle. Okay, ich weiß nicht, wann wir die einlösen werden. Denn. Ach so, wir werden ja damit jetzt gleich die Möglichkeit haben, da raus und vielleicht wieder hochzukommen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir hier für heute zum Ende. Beim nächsten Mal machen wir das Ding auf. Das machen wir wirklich erst beim nächsten Mal, weil ich nämlich jetzt hier in der Zwischenzeit kurz noch mein Inventar leere. Und dann können wir das in einem Abwasch machen. Okay, damit kommen wir zum Ende. Mich hat es gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.